Die ÖVP-Verteidigungsministerin Claudia Tanner plant einen massiven Kahlschlag beim österreichischen Bundesheer. Tausende Arbeitsplätze sollen gestrichen und die Aufgaben des Bundesheers massiv eingeschränkt werden. Auch in der Steiermark stehen Kasernenschließungen im Raum. Der ehemalige FPÖ-Verteidigungsminister kritisiert dieses Vorgehen aufs Schärfste. Ja, es überrascht mich leider nicht, dass das passiert, was passiert, nämlich dass man versucht, seitens der ÖVP die Landesverteidigung auszuhöhlen, das Bundesheer auch letztlich zu schwächen. Das hat ja schon lange Tradition bei schwarzen Finanzministern. Unter Tarabosch ist es leider gelungen, unter Klug wurde es traurig fortgesetzt. Erst Doskozil und Kunasek haben hier eine Handbremse eingezogen. Und man muss auch sagen, es gibt hier eine tödliche Mixtur für die Landesverteidigung und für das Bundesheer. Das ist zum einen eine sehr schwache Ministerin, die sich hier nicht durchsetzen kann, die teilweise blauäugig wie Tarabosch und willfährig wie Klug handelt. Das ist dabei eine ÖVP, die im Hintergrund den Druck auch aufbaut, die Landesverteidigung herunterzufahren, und auch ein Bundespräsident, der zu meiner Zeit immer konstruktiv kritisch sich zu Wort gemeldet hat, hier in dieser Frage aber schweigt. Also man könnte fast sagen, seitdem die Freiheitliche Partei nicht mehr in der Regierung ist, ist auch der Herr Bundespräsident etwas wortkarg geworden aufgrund der Regierungsbeteiligung der Grünen. Für die Steiermark bedeutet das auf alle Fälle auch, dass wieder Kasernenschließungen im Raum stehen können. Ich möchte hier daran erinnern, dass heute kolportiert 3000 Bedienstete abgebaut werden österreichweit. Das kann auch die Steiermark treffen. Weniger Bedienstete bedeutet natürlich auch weniger Standorte. Und eine Frage ist ungeklärt, nämlich wie geht es in Aigen weiter, wo wir ja auch geschafft haben, in der ehemaligen Bundesregierung Türkis-Blau 380 Millionen für die Nachfolge der RAID 3 sicherzustellen. Da hört man auch nichts mehr. Das heißt, hier brechen düstere, sprichwörtlich schwarze Zeiten auch auf das Bundesland Steiermark herein. Ich glaube, dass wir versucht haben, genau das in den Mittelpunkt zu stellen, was die Kernaufgabe des Bundesheeres ist, nämlich die militärische Landesverteidigung. Ich habe immer gesagt, wer militärische Landesverteidigung kann, die auch in der Verfassung niedergeschrieben ist, kann auch Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe. Den umgekehrten Weg zu gehen, wird nicht möglich sein. Und deshalb bewegt sich hier auch die ÖVP außerhalb des Verfassungsbogens, wenn man hier von der Landesverteidigung nicht mehr sprechen möchte. Ein gefährliches Spiel mit der Sicherheit, auf alle Fälle, mit der Sicherheit der Österreicher in einem unsicheren Umfeld. Ich möchte daran erinnern, dass in der Ukraine nicht unweit von uns entfernt ein konventioneller Krieg auch herrscht. Also davon auszugehen, dass wir diese Bedrohung nicht haben, ist eine Fehleinschätzung.